Wiesbaden erreicht. Auch hier drängen sich die Menschen, um das große Ereignis aus nächster Nähe miterleben zu können. Drinnen im großen Saal haben die von der hessischen Landesregierung geladenen Gäste Aufstellung genommen. 31 von ihnen werden stellvertretend für alle vorgestellt und immer wieder von der Königin und Prinz Philipp ins Gespräch gezogen. Hier sind sie alle versammelt, die in Hessen in hervorragenden Stellungen Staat und Wirtschaft, Kirche und kulturelles Leben, Arbeitnehmer und Arbeitgeber repräsentieren. Die Damen in ihren schönsten Kleidern, die Herren in seriösen Schwarz oder in Uniform bilden einen prächtigen Rahmen für den großen Empfang der Landesregierung. Und Beobachter, die auf allen Stationen die königlichen Gäste während ihres Deutschlandbesuches begleiteten, meinten übereinstimmend, dass es wohl an keiner anderen Stelle einen Empfang von solch herzlicher und persönlicher Atmosphäre gegeben habe, wie im Kurhaus von Wiesbaden.